Hallo zu einem neuen Daisy. Es nennt sich Daisy Fallujah oder Fallujah oder Fallujah. Keine Ahnung, wie es heißt. Hab's gerade dank einem lieben Zuschauer, der hat mir das in die Kommentare geschrieben, dass es ein neues Daisy gibt. Und dann habe ich mein Daisy Commander gestartet und Tatsache, da war ein neues Daisy. Und jetzt werde ich es natürlich gleich für euch antesten, damit ihr seht, was euch in Daisy Fallujah erwartet. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Bis jetzt wie eine gelungene Mischung zwischen Lingua Island und Takistan. Nur, dass es hier schon wieder regnet. Und man hier wohl immer schwimmen muss. Schauen wir mal. Ja, schwimmen. Und ich schwimm zu dir lieber. Entschuldigung. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Halleluja. Halleluja. Server will be restarting in 10 minutes. Scheiße. So, da ist schon mal ein Häuschen. Da gehen wir gleich mal rein. Zombies sehe ich noch keine. Zumindest ist dieses Haus nicht begehbar. Scheiße. Aber ich höre Fliegen. Ah, von wo? Da. Hier. Irgendwo hier sind die Fliegen. Da, aber da liegt keiner mehr. Hm, scheiße. Dann gehen wir mal weiter. Wenn es halt nicht immer überall regnen würde. Da hinten sieht es sehr nach Ende aus. Nee, doch nicht. Aber das stinkt nach Schwimmen. Aber ich will jetzt nicht schwimmen. Und vor allem nicht so weit. Ah, da hinten kommt noch so ein Häuschen, wo wir wahrscheinlich wieder nicht rein können. Aber da gibt es Zombies. Zumindest gerade weiße Punkte in die Richtung gehabt. Daisy Fallujah. Fallujah. Weiß noch nicht, wie ich es aussprechen soll. Lol. Der weiße Punkt zeigt Killern. Ist hier ein Spieler? Wow, was ist das für eine Küste? Ich sehe keinen Spieler, aber... Zeigt der hin? Unter Wasser, glaube ich. Ah, da ist eine Brücke, die aber anscheinend kaputt ist. Da liegt einiges. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, ob das Pflanzen sind oder sonst was. Wir gehen erstmal wieder ein Haus, mit dem wir nichts anfangen können. Server Restart in 5 Minuten. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Ist da noch eine zweite Brücke dahinter? Ich schaue es mir mal an, wenn ich so weit komme. Welcome to DayZ Falua. Falua, Falua. Ich denke, ich werde einfach Falua dazu sagen. So, kann man da rein? Nee, kann man nicht rein. Ah, da liegt einer mit Waffe. Hammergeil. Bloodbags. Nehme ich gerne mit. Brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber ich hab sie. Aber warum ist er gestorben? Er wurde doch bestimmt abgeknallt. So, die Brücke. Ist die jetzt heil oder nicht? Ich trau mich da jetzt nicht rüber über diese Brücke. Ich geh lieber hier rüber. Ja doch, die ist heil. Ich geh trotzdem hier rüber. Ich hab keine Ahnung, ob diese Map groß ist oder klein. Oder sonst was. Ich spiele es zum ersten Mal und ich kannte Falua auch nicht. Ich bin da jetzt auch nur durch, wie schon erwähnt, durch einen lieben Zuschauer drauf gekommen, der mir das in den Kommentaren geschrieben hat. An dieser Stelle nochmal dicken Dank für den Hinweis. Regen! Ich hasse Regen. So, jetzt müssen wir nach links, da kam dann diese Ortschaft. Also hier wäre es dann zum Beispiel schon wieder ganz schön schwierig, jemanden zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mich hinter so einen Busch stelle oder gar hinlege, da wird es echt schwer, da jemanden zu erkennen. Finde ich ganz gut eigentlich. Also hat man selber auch die Möglichkeit, sich zu verstecken, trotz diesem flachen Geländes. Wie weit muss denn jetzt noch? Sehen kann ich noch nichts. Ach scheiße, der Server macht doch gleich einen Restart. Ja, vielleicht hört es dann wenigstens das Regnen auf. Da ist was. Da könnte ein Häuschen stehen. Oh Mann, aber Scharfschützen haben hier natürlich wieder einen großen, großen Vorteil. Tolle Stadt. Zwei Häuser, mit denen man nichts anfangen kann. Ah, shit. Aber hier war doch irgendwas an der Küste gelegen. Was ist, ist das ein Hubschrauber? Jo. Aber der ist hier. Der ist hier. Hm. Hier sehe ich wieder weit und breit nichts.
Scheiße. Ich habe auch keinen Kompass und nichts. Und nach einer Map will ich jetzt gerade noch nicht suchen. Bin jetzt noch zu faul. Also hier kommen wir wieder nirgends rein. Restarting now. Scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Dann sollte ich mal einen Relog machen, ne? EG. So, da bin ich wieder. Und es regnet wieder. Und ja, da hinten sind die Hütten. Ich wollte jetzt aber hier nicht mehr hingehen. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Ich kenne mich hier nicht aus. Da hinten rennt irgendein Viech. Ich glaube, da ist die Map zu Ende irgendwie. Weil da kommt nichts mehr. Was ist denn das? Ein Bär? Lol, nur blöd Wildschwein. Alter, ich hab gedacht, hier sind Bären. Krasse Scheiße. Wohin gehen wir denn jetzt? Wohin rennen die ganzen Schweine? Und mit dem Fleisch kann ich jetzt auch nichts anfangen. Leute, die rennen da echt alle da lang. Ich will da jetzt nicht mitrennen, weil da hinten sieht es so leer aus. Na toll, eigentlich wollte ich euch jetzt hier die Mod vorstellen. Und nicht irgendwie... Da hinten kommt doch irgendwas. Oh, nicht schon wieder schwimmen. Leute. Nee, ich schwimme da jetzt nicht rüber. Nicht jetzt. Da gehe ich lieber nochmal über die Brücke. Hallo? Okay. Gehe ich lieber nochmal über die Brücke. Habe ich gerade schon mal gesagt, glaube ich. Da gehe ich lieber nochmal über die Brücke. Das Berge? Ja, das sind nur Berge. Bis jetzt dann doch nicht so toll die Map. Aber nur weil ich jetzt noch nichts gefunden habe. Sie ist viel zu flach bis jetzt. Viel zu flach. Und viel zu regnerisch. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Schritte. Nee, habe ich nicht. Einbildung. Dann gehen wir halt einmal über diese Brücke.
schon wieder? Jetzt werde ich noch paranoid oder was hier? Weit und breit nichts und ich höre überall Schritte. Ja, Baustelle. Ja, nee, ist klar. Ach so, die Straße endet hier. Hilfe! Wo bin ich hier? Also ich folge jetzt diesem Weg dann einfach mal. Ja.